Aloha, Freunde, da sind wir wieder. Es gibt mal wieder ein Container-Opening-Video und Toxic85 ist mit dabei. Ich habe mich in seinen Account eingeloggt. Hallo und willkommen zurück. Ja, wer die letzten Container-Opening-Videos gesehen hat, da waren ja die ein oder anderen von Toxic mit dabei. Der Schweinepriester hat ja so viel Glück in World of Warships und meckert immer so, als ob er noch nie einen Supercontainer bekommen hat. Und ja, wollen wir mal gucken, was in den 50 Container drin ist, oder? Wir schauen mal rein, wir sind gespannt, ne? Also ich kann schon mal verraten, es ist auf jeden Fall ein super Container dabei. Und der steht schon an Bord vom Schiff! Steht da drin, also wenn ihr die Vorgeschichte jetzt hören wollt. Der letzte Container, den wir eben gerade geöffnet haben, ihr seht, ich habe heute noch ein paar Punkte gesammelt, um den 50. Container zu machen. Wir haben Try Your Luck probiert und es ist ein super Container gelandet. Leute, wie geil ist das denn? Genau, das ist wirklich geil. Und wie gesagt, ich weiß jetzt schon, spätestens in 14 Tagen heißt es wieder, ich krieg hier nie Supercontainer. Ich muss sparen. Also. So dezenten Inhalten, aber gucken. Also Leute, drückt die Daumen, es geht los. So, ich mach mal die Musik ein bisschen lauter. So. Auf geht's, Container Opening. 50 Container. Supercontainer geht los. Premium-Spielzeit, 7 Tage. Ja, okay. Chakalaka. Die so. Kann man ja machen. Nächster Container. Da gibt's Kreditpunkte. 100.000 und 4 Kapitänsplätze. Jawohl. Und Würfelcontainer. Flaggen. 4-mal. Explosions hier. 100% Gefahr der Detonation des Munitionsbunkers. Also reduziert. Verbrauchsmaterial. Lackierung. Reparaturmannschaft, Schadensbegrenzungsteam. Und jetzt geht's weiter. Ein Sonder. Was ist denn das für ein komischer? Irgendein Sammelcontainer. Ach, hier für die HSF-Geschichte. Ja, alles klar. Sehr gut. Ist aktiviert, aber noch nichts gesammelt. Mal gucken, wie wir hier rauskriegen. So, ich werde jetzt nicht auf alles immer eingehen. Alles schön. Wie steht's da bei dir? Na, ich bin jetzt auch nicht so der Anime-Fan, aber ich habe sie trotzdem aktiviert bei mir. Das, was mich als Lackierung wirklich interessieren würde, ist halt die Yamato-Lackierung. Ne? Das wäre wirklich schon was Besonderes, meiner Meinung nach, diese silberblaue. Ja, aber sonst, ich habe jetzt keine besonderen Fables, irgendwie Anime-Kapitäne auf meinem Schiff zu haben oder so. Ist einfach mal eine nette Sammlung, die man nebenbei irgendwie vervollständigen kann, finde ich. Genau, so. Credit und 1000... XP. Ja, die Missouri habe ich mir geholt, im Gegensatz zum letzten Container-Opening-Video, da habe ich ja immer noch überlegt und habe ja dann noch kräftig FreeXP gesammelt und jetzt steht sie endlich im Hafen. Ja, sehr schön. Da haben die FreeXP aus der letzten Sammlung was gebracht, wa? Das war ja auch nicht wenig, 70.000 Leute da geholt hattest oder 80.000. Ja, so in dem Dreh waren es. Ja, so, 2x 50.000 Silber. Verbrauchsmaterial. Free XP wieder dabei. Dann Credits. Wieder 50.000 Credits. Flaggen. Katapultflugzeuge. Und jetzt gibt es noch ein paar Eiscontainer hier. Cup vom Nord. Ding da. Duplikate. Dann hast du hier frostige Tarne 5 Stück. Das ist ziemlich geil. Ja, auf jeden Fall eine coole Tarnung. Davon hast du noch welche aufbewahrt. Nochmal dreimal. Und wieder Geld, jede Menge Credits, 15.000 Credits für jede für dieses Duplikat, dann hast du da auch schon wieder 60.000 Credits verdient. Und schon wieder, jetzt bist du bei 90.000 Credits und wieder frostige Tarne dabei. Ja, die Tarnung kann man gut gebrauchen, also ja. Besser als Typ 1 oder Typ 2 Lackierung. Sieht zwar nicht schön aus, nutzt aber ziemlich viel, ne? Richtig, das sind coole Stats drauf. Alter Schalter, wie viel Container hattest du denn davon? Ja, ich sag, man verliert irgendwann die Übersicht, ne? Wenn man das so durchsammelt, ich weiß gar nicht, warum ich da nur so viel habe, kann ich ja nicht mal sagen. Aber gut. Jetzt haben wir wieder Verbrauchsmaterial. Endlich wieder normale Container hier. Ja, nochmal 50.000 Silber. Flaggencontainer. Ach, die 5 Lackierung. Ja, Typ 5 Lackierung, auch gut. Schon mal ein bisschen besser als die Typ 1, ne? Ja.
Oder was war das andere? Typ 2, glaube ich? Typ 1, Typ 2, ja. Ja, du hast schon 12 gesammelt, ne? So in dem Dreh. Ja. Sind bestimmt schon wieder 12. 15. Meine Güte, kann alles schon damit das ausstatten langsam. Ja. Ich ratter das mal so ein bisschen durch. Jetzt kommen Geschenke! Oha. Jetzt kommen Geschenke! Also, da oben drücken. Lackierung, 15 mal frostige Tanne. Mal sind wir gleich schon bei 30. Wie viel hatte ich? Ja, das ist jetzt 5 Stück davon nochmal, ne? Oh Gott. Dublonen? 1000? Schön. So Leute, drei Container noch. Da gibt's was Besonderes. Ich hab das Geräusch schon gehört. Ein Schiff? Ne Leningrad. Geil. Das ist jetzt das vierte Schiff? Nee. Ich glaube das vierte. Du hattest die Alabama, die Arizona und die Ochotnik und jetzt die Leningrad. Ach so, die ja auch noch, stimmt ja. Geil. Oh. Coole Sache. War so gespannt, ne? Dragon? Einmal Drachenflaggen, 15 Stück. Könnte noch eine Null mit dran, ne? Dann wär's 150. Boah. Nee, ich hab keinen Sound gehört, weil das hörst du. Wenn es ein ganz besonderer Container, wenn es eine ganz besondere Überraschung ist, dann hörst du so am Ding-Ding-Ding-Ding. Ja, aber da können wir noch zufrieden sein, ne? Also ja, Schoss getan. Nochmal die Leningrad, die sind auch wieder 20 Euro oder sowas. Ja, sehr cool. Das waren so auf jeden Fall die letzten 5 Container jetzt zu Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet auch alle viel Glück gehabt und ja. Naja. War jetzt nicht so schön gewesen, also meiner der Erfolg war, es hat sich jetzt wirklich hier mit unserem Aufzeichnung eingestellt, ne? Also vorher, die ich gehabt hatte, da war kaum was Sinnvolles drin gewesen, aber ja, umso besser lief der Schluss. Können wir doch zufrieden sein. No, war nochmal frostige Tanne dabei. Ich hatte mich mal kurz gemutet, weil ich mal husten musste. So. Credits. Ein paar Flaggen. Ja, sehr cool. Die Flaggen kann man immer gut gebrauchen. Also viele Flaggen sind ja ziemlich nützlich. Und da gibt's wieder Credits. Und da gibt's wieder Nordkap-Container. Zack, zack, zack. Duplikate und frostige Tanne. Wir kennen's mittlerweile. Meine Fresse, wie viel Credits du jetzt hier schon verdient hast. Allein durch die Duplikate. Ja. Da warte ich jetzt gar nicht ab, was da an Duplikaten drin ist, weil du die Sammlung hast du vollständig. Ja, dreimal jetzt. Nochmal frostige Tanne. Alter. Habe ich irgendwie viel gesammelt noch, ne? Weiß gar nicht, wie das gekommen ist. Na, wahrscheinlich auch durch die, hier, nachdem du die Duke of York hattest, konntest du da glaube ich auch noch weiter sammeln mit der Duke of York. Wenn du die noch eine ganze Zeit gefahren bist, hast du dafür auch nochmal Container bekommen. Hast du recht, stimmt. Das sind trotzdem ganz schön viele, ne? Also es ist jetzt gibt es immer noch ein paar Flaggen. Aber flaggenmäßig bist du jetzt wieder ausgestattet. Ja, ich bin eigentlich immer ganz gut dabei, aber kann man ja immer gebrauchen, ne? Aber es gibt keine Sammlung mehr, HSF-Sammlung gibt es aktuell nicht mehr. Ja, ich weiß auch gar nicht, also die habe ich ja jetzt vor kurzem angefangen, also das ist möglich, dass jetzt das war, glaube ich, erst so ein Container dabei gewesen. Aber ich glaube, die geht auch eine ganze Weile, ne? Mhm, ja, ja, die geht irgendwie bis, irgendwie, ich glaube, Ende Februar, Anfang März oder so. Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit. Wie gesagt, ist es nicht unbedingt das, was... Man hat es einfach, ne? Es ist nicht so, dass man hinterher ist. Also ich zumindest nicht. Nö, die kommt wieder, denke ich mal. Ja, wir haben ja jetzt gesehen, Villa Bismarck, die Sammlung kam auch wieder. Also, durchaus möglich, dass sich sowas auch mal wiederholt. Man dann nicht so sauer sein muss. Weil einen Container können wir noch sammeln. Machen wir noch mal einen Würfelcontainer rein. Das wäre jetzt auch ein bisschen verschämt gewesen. Jetzt noch ein super Container und noch ein Schiff. Und last but not least. Zack, da gab es eine Sammlung. Nochmal HSF und nochmal 4 Flaggen. Ja. Und das war's. Das waren 50 Container im Schnelldurchlauf. Die wichtigen Geschenke und der Supercontainer am Anfang mit den 7 Tagen Premium.
jetzt hast du wieder 114 Tage und jetzt hast du 29,3 Millionen Silber auf dem Konto. Ich denke mal, das waren locker, naja, zwischen 500 bis 800.000 Silber haben wir bestimmt hier jetzt wieder rausgeholt, gemeinsam. Könnte sein, denke 1000 Dublonen waren nochmal drin gewesen. Ja, 1000 Dublonen waren auch noch. Als Highlight auch nochmal oben drauf. Ja. Und wir haben frostige Tarnung. Ich weiß nicht, guck mal kurz rein, wie viel ich davon jetzt habe. Ja, 235, also so viel hatte ich nie. Ich habe sie allerdings auch immer sofort verfahren, also naja, muss mal gucken, ob ich so weit war oder nicht. Also von daher, ja, ist aber geil. Also 235 Mal und dann hier diese Stats, 125 Kapitäns-EP, 125%, dann verdiente Gefecht-EP 150% im Gefecht verdiente freie EP, dann die Streuung und die Erkennbarkeit noch reduziert. Das ist schon geil. Da kann man echt nicht meckern. Nun gut, das soll's von dieser Warte aus gewesen sein. Das waren jetzt sogar 51 Container, super Container, Geschenke-Container dabei. Wieder mit einem kleinen Highlight. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht oder wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, hat euch unterhalten, die paar Minuten. Und haut rein, bis zum nächsten Mal, bleibt uns gewogen, vergesst abonnieren, teilen nicht. Und wenn ihr uns auf der anderen Art und Weise unterstützen wollt, unter dem Video findet ihr auch noch einen Link. Dann wird es auch vielleicht auch noch mal größere Gewinnspiele zum Beispiel auf unserem Kanal geben. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Seekost-Team, euer Maracha und Toxic85. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.